What up, mein Name ist Flash und in diesem Video zeige ich dir, wie du ein großes Minecraft-Haus bauen kannst, was sehr, sehr gut aussieht, wirklich sehr einfach gebaut ist und auch extrem praktisch ist. Ich werde euch alles Schritt für Schritt zeigen, es ist überhaupt nicht schwer und ihr könnt das Ganze ganz easy bei euch in eurer Minecraft-Survival-Welt, auf dem Server mit euren Freunden oder auch im Minecraft-Hardcore nachbauen. Falls ihr in Zukunft nicht verpassen wollt, wie man zum Beispiel Häuser oder auch andere Sachen in Minecraft bauen kann, einfach ein Abo da lassen, für euch ist das nur ein Klick und für mich eine sehr große Unterstützung. Lasst mir ein Like da, falls euch das Video weitergeholfen hat und vor allen Dingen schreibt mir in die Kommentare, wo ihr noch Probleme habt bei euch beim Bauen, damit ich dazu ein weiteres Tutorial machen kann. Als allererstes werde ich euch jetzt einfach mal alle Sachen einblenden, die wir für dieses Haus benötigen. Also jedes einzelne Item auf die perfekte Anzahl genau. Fokussiert euch hier darauf, dass ihr wirklich die Blöcke habt, wie zum Beispiel diese Holzblöcke oder die Steine. Also davon, wo man wirklich ein paar mehr Materialien braucht. Das ist primär wichtig. Falls ihr das ein oder andere nicht dabei habt, also so zum Beispiel Orangenteppich oder sowas, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Das Ganze könnt ihr ganz einfach gegeneinander austauschen. Wichtig ist, dass ihr die groben Blöcke habt. Des Weiteren werde ich euch jetzt einfach mal den Umriss des Hauses einblenden. Ihr werdet jetzt schon sehen, okay, das Haus ist etwas größer. Das liegt allerdings auch daran, dass wir zum Beispiel einen Hof haben, wo Tiere drauf leben und wo auch Getreide wachsen kann. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt an, das Haus zu bauen. Für die Leute, die den Umriss jetzt nicht ganz verstanden haben, das Ganze ist 31 mal 31 Blöcke breit, ist ein Quadrat. Und diese Abstände zwischen jedem einzelnen Holzstamm hier sind immer 5 Blöcke. Als allererstes nehmen wir einfach gestrippten Sprucewood bzw. gestrippten Fichtenholz und werden das genau auf diese außenstehenden Holzstämme platzieren, und zwar genau einen Block erstmal hoch, so, damit das Ganze jetzt so aussieht. Und dann machen wir Folgendes, wir werden das Ganze nochmal um einen erhöhen, praktisch, dass das Ganze 2 Blöcke nach oben raussticht. Genau so soll das Ganze jetzt aussehen, und dann werden wir hier das Ganze hier vorne noch einmal um 2 Blöcke erweitern, also nur die beiden Sachen hier, 1, 2, 1, 2. Na, machen wir mal noch einen drauf. Also so, dass das Ganze hier vorne, die beiden Sachen, was ja der Eingang ist, genau 5 Blöcke hoch sind. Anschließend werden wir zwischen diesen anderen Stämmen, die hier drumherum sind, einmal ganz normal Stonebricks zwischenplatzieren. Allerdings auch nur einen Block hoch, also eine Stone-Reihe einfach drumherum. Denn das ist praktisch der Zaun nachher. Anschließend werden wir genau da, wo wir jetzt diese Stonebricks platziert haben, auch nochmal Fichtenzäune drauf platzieren. Genau dort zwischen. So, dass praktisch der gesamte Zaun jetzt auch genau wie die Holzstämme 2 Blöcke hoch ist. Jetzt sollte das Ganze so bei euch aussehen. Kontrolliert es, ob es der Fall ist, denn jetzt werden wir genau mit diesem Stripped Fichtenholz auch nochmal nach hier gehen und hier diese Reihe, die in der Mitte steht, auch einfach mal 5 Blöcke hochziehen. 1, 2, 3, 4, 5 und das auch genau so einmal die Reihe hier und dann auch genau dieser Holzstamm hier außen nochmal um 3 Blöcke erweitern, dass er auf derselben Höhe ist wie diese Blöcke in der Mitte. Das Ganze machen wir auch auf dieser Seite und jetzt machen wir das genauso hier in diesem hinteren Bereich, wenn wir das Ganze nochmal um 3 Blöcke erhöhen, dass wir hier komplett hinten auch ebenfalls eine Höhe wie hier vorne von 5 Blöcken haben. 1, 2, 3. So soll das Ganze jetzt bei euch aussehen. Kontrolliert es einfach mal. Als nächstes werden wir all diese 5 Block hohen Stämme miteinander einfach mal verbinden. Und zwar auch wieder mit dem gestrippten Fichtenholz. Auch einfach mal komplett rumverbinden. Hier geht es dann weiter. Und fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt seht ihr wahrscheinlich, dass hier oben natürlich noch ein Freiraum ist. Dementsprechend werden wir jetzt komplett diesen Innenbereich, den wir jetzt hier haben, mit Fichtenholzbrettern auffüllen. So gesehen als Fußboden. Und dann sind wir damit jetzt auch komplett fertig. So muss das Ganze jetzt erstmal bei euch aussehen. Jetzt gehen wir einfach mal in die Ecke und werden, also praktisch hier, einfach mal einen Block hoch platzieren. Hier auch und hier auch. Die Reihe einmal. Dann hier noch einmal die Reihe vorne. Dann gehen wir 5 Blöcke nach innen. 1, 2, 3, 4, 5. Und beim 6. machen wir wieder einen Block hin, also auf derselben Höhe wie hier. Gehen dann 5 Blöcke nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, zack. Dann nochmal 5 Blöcke nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, zack. Und dann sind es genau 5 Blöcke hier nach außen, denn das wird der Grundriss von unserem Haus sein. So muss das jetzt bei euch aussehen. Und genau diesen Zwischenraum zwischen diesen Stämmen werden wir mit ganz normalen Eichenholzbrettern einfach mal ersetzen. So. Und falls euch das zu schnell ging, einfach das Ganze nochmal zurückspulen, ein bisschen langsamer laufen lassen. So muss das Ganze jetzt bei euch hier aussehen. Zwischen den Stämmen immer noch 5 Blöcke Abstand. Wir machen praktisch jetzt nur den Rohbau, denn wir werden jetzt diese Stämme, die praktisch schon die Wände nachher machen von unserem Haus, werden wir nochmal um 5 Blöcke nach oben ziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und das machen wir bei allen Stämmen hier, die dieses Haus praktisch einschließen.
Und jetzt werden wir praktisch mit unseren Eichenholzbrettern genau den Zwischenraum immer komplett bis nach oben auffüllen. Nicht erschrecken, natürlich kommen da Fenster und Details noch rein. Das machen wir jetzt bloß einfach mal, damit wir den groben Rohbau fertig haben. Das wird natürlich niemals im Leben so bleiben. Wir werden das noch richtig schön fassieren, aber erstmal auffüllen. Und zack. So, damit sind wir jetzt fertig. Und jetzt werden wir genau, wie wir es hier auch gemacht haben, oben einfach mal komplett alles mit Fichtenholz auffüllen. Sieht das natürlich schrecklich aus hier, aber keine Sorge, das bleibt selbstverständlich nicht so. Und damit sind wir fertig. So sollte das Ganze jetzt erstmal bei euch aussehen. Kontrolliert es einfach mal. Als nächstes gehen wir hier einmal zum Eingang und werden Folgendes machen. Und zwar werden wir ganz normale Fichtenholztreppen nach unten gerichtet einmal rumplatzieren. Diese Seite in der Mitte lassen wir allerdings frei und das auf beiden Seiten, dass das Ganze so aussieht. Und dann werden wir Folgendes machen. Wir platzieren Campfires, also Lagerfeuer, in dieselbe Richtung. Und werden diese ausmachen, auf dieser Seite als auch auf dieser Seite. Achtet darauf, dass sie allerdings in dieselbe Richtung zeigen. Denn wir werden sie hier in der Mitte auch miteinander verbinden. Immer so, dass es in dieselbe Richtung zeigt. Dann können wir alles ausmachen mit einer Schaufel. Dann nehmen wir einmal Trapdoors und werden hier oben die Reihe miteinander verbinden. Genauso wie hier wir das auch machen werden. So. Und dann machen wir Folgendes. Wir platzieren hier zwei Blöcke weiter unter den Campfires. Einmal Treppen nach innen gerichtet. So. Können hier oben einen Block hin platzieren. Dann noch ein Block in der Mitte und hier eine Stair, sodass wir das Ganze hier wie so einen Torbogen haben. So sollte das jetzt ungefähr bei euch aussehen. Dann gehen wir praktisch nur einmal hier rechts ran, platzieren zwei Trapdoors nach unten gerichtet. Hier ebenfalls, gehen dann wieder hier vorne ran und hier direkt unter diese nach unten gerichteten Treppe einmal einen Zaun mit zwei Laternen ran platzieren, dass das Ganze jetzt so aussieht. Kontrolliert das einfach mal bei euch. Nun werden wir den Zaun ein bisschen dekorieren, denn wir werden jetzt auf jedem zwei Blöcke hohen Holzstamm, den wir hier so drumherum haben, werden wir eine ganz normale Fichtenholzstufe hinplatzieren. Hier und hier ebenfalls. Da hinten brauchen wir es dann nicht machen, weil das Ganze ja mit dem Haus nachher verbunden ist, aber hier vorne zumindest. Und dann werden wir komplett etwas rumziehen, und zwar fangen wir hier vorne schon an. Und zwar platzieren wir hier links und rechts einmal irgendwelche Leaves hin und immer machen wir abwechselnd Sweetberries Busch, Leaf, Sweetberries Busch und immer abwechselnd. Bei mir wächst der Sweetberry Busch ein bisschen schneller, weil ich so einen Zeitraffer drin habe. Bei euch wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, aber immer abwechselnd komplett drumrum ums Haus platzieren. So, und jetzt sind wir auch schon wieder vorne angekommen. Das Ganze muss komplett rumgezogen werden und dann sieht das Ganze schon viel, viel besser aus. Jetzt machen wir Folgendes und gehen hier einfach mal komplett geradeaus hin. Hier genau zu diesem Zwischenbereich zwischen diesen zwei Holzstämmen und platzieren drei Blöcke nebeneinander einfach mal Stufen. Man kann dann unten da wieder Stufen gegen platzieren, so dass man das Ganze immer weiter runterziehen kann praktisch, kann aber auch irgendwelche Blöcke daneben platzieren. Hauptsache, ihr kriegt hier einfach eine ganz normale Treppe nach unten hin, nichts Besonderes erstmal, zack. Denn man wird es von hinten eh nicht sehen, denn wir werden jetzt ganz normal wieder unseren Spruce Wood hier nehmen und das Ganze hier auch treppenartig daneben bauen. So muss das Ganze jetzt aussehen von der Seite und von der anderen Seite machen wir genau dasselbe nochmal daneben. Und so, auf diese Fichtenholzstämme werden wir jetzt wieder ganz normale Fichtenholzstufen rauf platzieren. So soll das Ganze aussehen. Und dann können wir theoretisch diese fünf Blöcke, die die Treppe jetzt breit ist, auch bis zum Eingang durchziehen, denn das ist ja dann der Weg bis hoch zum Haus. Das heißt, hier können wir schon mal so einen Pfad draus machen. Und fertig sind wir damit. So muss das Ganze jetzt aussehen. Jetzt machen wir Folgendes und werden hier auf diesem oberen Bereich, auf diesem Terrassending, einfach jetzt wieder die Holzblöcke um einen Block erhöhen. So. Denn hier oben werden wir auch nochmal einen Zaun hinplatzieren, immer zwischen diese Holzblöcke. Denn man soll ja auch nicht von der Terrasse nachher runterfallen. Das soll ja nicht ganz so ebenerdig sein. Und das Ganze kann man bis hier vorne durchziehen. Dann können wir nochmal wieder unsere Stufen, unsere Fichtenholzstufen, wieder auf diese Blöcke rauf platzieren. So. Und auf den Zaun werden wir dann Trapdoors platzieren. Einfach so auch gucken am besten, dass die in dieselbe Richtung zeigen. Und dann nimmt das Ganze schon ein wenig Gestalt an. Und fertig sind wir damit. So soll das Ganze jetzt aussehen. Dann können wir Folgendes machen und zwar einfach mal in diese und in diese Ecke gehen und platzieren einen Hopper einfach mal hin, so. Und auf diesen Hopper kommt dann einfach ein so ein Leaf. Egal von welchem Baum, könnt ihr euch aussuchen, sind praktisch einfach nur Pflanzen. Jetzt werden wir das Haus von oben ein bisschen detaillierter machen, denn wir werden jetzt an jede Ecke gehen und dort einfach mal diese Stufen nach unten gerichtet platzieren und hier zum Beispiel, wo es keine Ecke gibt, einfach nur eine Stufe, die nach unten gerichtet ist. So.
Ihr, denke ich mal, versteht das System, so soll das Ganze aussehen. Denn diese Treppen werden wir mit Hilfe von Stufen verbinden. Dann seht ihr immer, dann geht es einmal so runter, da wo dieser Pfeiler halt kommt, da geht es dann einmal mal so runter mit einer Stufe. Und die Zwischenbereiche werden dann einfach mal miteinander verbunden. So, und da wo wir jetzt Treppen platziert haben, die nach unten gerichtet sind, platzieren wir noch jeweils immer Trapdoors da unter hin. So, dass das Ganze auch ein bisschen mehr Details bekommt. Als allererstes platzieren wir dann hier, wenn wir gerade von der Treppe hochkommen, hier einfach mal eine Tür rein, da wo sie auch hingehört, und können dann praktisch mit diesem Block hier wieder hier links einmal 4 Blöcke hochziehen oder 3, wir machen mal 3 und hier auch 3. Vorne platzieren wir dann 3 Zäune nach oben, so, und verbinden diese wieder mit Lagerfeuern. 2 Reihen sollten reichen, die Lagerfeuer selbstverständlich ausmachen, wir wollen ja nicht, dass irgendwas anfängt zu brennen oder so. So soll das Ganze jetzt bei euch aussehen. Dann gehen wir hier links in die Ecke rein und platzieren hier einfach mal einen Grasblock, lassen einen Block frei zu beiden Seiten und wieder einen Grasblock. Denn in den Zwischenraum kommt einfach nur eine Fichtenholzstufe. Dann lassen wir hier einen Block frei und platzieren hier, als auch hier, einfach mal wieder einen Hopper hin. Und darauf dann wieder einmal Leaves. Von diesen Leaves an dann einfach Treppen, die nach unten gerichtet zu den Grasblöcken hin platziert zeigen. Und die Grasblöcke können wir einfach abdecken, indem wir eine Trapdoor ran platzieren. So, auf die Grasblöcke machen wir dann einfach 3 Büsche rauf. Ich habe jetzt mal alle 3 Sorten genommen, die man finden kann. Sieht ganz nett aus, so. Und dann knapp darüber werden wir eine Reihe so mit Holzstufen platzieren. Und zwar hier noch ein und hier noch ein. Denn direkt über diese Leaf Pflanze werden wir dann eine Trapdoor platzieren, die dann praktisch das Leaf verbindet mit einer Kette, die nach unten gerichtet ist. Also so soll das Ganze aussehen. Sieht schon sehr ästhetisch aus, wie ich finde. Da das Ganze jetzt ein bisschen dunkel aussieht, platzieren wir hier auf die Treppen jeweils nochmal 2 Lampen rauf. Dann gehen wir hier vorne an diese Seite ran, die man praktisch von dem Garten aus schon sehen kann, und werden dort einfach mal 3 Blöcke abbauen, denn da kommt ein schönes Fenster rein. Über und unter dieses Fenster werden wir einmal eine Trapdoor platzieren und links und rechts von der Trapdoor immer Treppen, die nach innen gerichtet sind. So, die sind noch ganz normal nach oben gerichtet und hier welche, die nach unten zeigen. So, denn wir werden nämlich nochmal Trapdoors so platzieren, dass wir, wenn wir sie aufklappen, die praktisch die Treppen miteinander verbinden. So, das ist ein bisschen tricky, aber dass wir praktisch schon einen Kreis drum haben. Und rechts und links nochmal eine Stufe. Denn auf diese Stufe werden wir einen Blumenpot mit irgendeiner Pflanze drin reinplatzieren. So muss das Ganze jetzt von vorne aussehen. Wenn wir jetzt hier einfach mal rumgehen, machen wir jetzt Folgendes. Und zwar werden wir in der Mitte ein 3x3 Feld abbauen. 1, 2 und 3. So muss das Ganze aussehen. Das Ganze können wir ersetzen mit Glasblöcken oder mit Glasscheiben, wie man halt will. Dann platzieren wir einfach mal 3 Treppen nach unten gerichtet, darunter. Und 3 Treppen nach oben gerichtet darüber, sodass die Trapdoor auch wieder weg ist. Wir werden schräg unter diese nach unten gerichteten Treppen jeweils einmal so einen Block platzieren und diesen nach oben ziehen. Hier oben auch wieder nach vorne zeigen platzieren. Dass das Ganze so aussieht, wie so ein Viereck. Da ist ein bisschen dunkel, deswegen platzieren wir in die Mitte einfach mal eine Lampe hin. Links und rechts können wir wieder einen Blumenpot mit irgendeiner Pflanze reinplatzieren. So, dann gehen wir hier an die Seite hin und werden hier einfach mal eine nach unten gerichtete Treppe, einen Block freilassen und eine nach oben gerichtete platzieren. Das Ganze machen wir hier ebenfalls. Zack, zack. Dazwischen werden wir einfach wieder ein Strip Spruce Log platzieren. So, ist ein bisschen tricky, allerdings so muss das Ganze aussehen. Hier müsst ihr euch jetzt auch wieder konzentrieren, denn wir werden das so ähnlich bauen wie auf der anderen Seite. Wir werden hier genau in der Mitte wieder 3 Blöcke freilassen, hier ebenfalls und hier ebenfalls. Dort werden wir wieder das Ganze ersetzen mit Glas, denn das werden auch wieder die Fenster sein. Anschließend werden wir wieder hier unter das Fenster und darüber jeweils eine Trapdoor platzieren. Ah, so, dass das da unter ist am besten. So, zack. So, und dann auch wieder praktisch wie so ein Viereck voll mit Fichtenholztreppen machen. So, nach oben gerichtete und nach unten gerichtete. Zack, so dass das Ganze danach ungefähr so aussieht. So muss das Ganze jetzt für euch aussehen. Und dann, wie gesagt, nicht vergessen, hier Trapdoors so zu platzieren, dass wenn man sie aufklappt, sie praktisch hier den Kreis schließen und es keine Lücke mehr dazwischen gibt. Dann werden wir einmal neben diesen Trapdoors, müssen wir einmal sneaken, denn wir werden nach außen gerichtete Stripped Spruce Stämme platzieren. So und so. So muss das Ganze jetzt bei euch einmal aussehen. Und dann werden wir hier in diesem Zwischenraum, den ihr hier noch seht, einmal darüber und darunter einmal Trapdoors platzieren. Denn dazwischen muss eine Laterne kommen. Am besten so, dass sie mit
der Trapdoor auch verbunden ist, dass das Ganze jetzt so aussieht. Und so sieht das Ganze jetzt von hinten aus. Wenn wir jetzt einmal rumgehen zu dieser Seite, werden wir das Ganze sehr ähnlich machen. Und zwar auch hier wieder drei Blöcke, Trapdoor unter und drüber. Wieder unsere Treppen so platzieren, dass das Ganze abgerundet wirkt. So und so. Dann wieder die Trapdoors so platzieren, dass sie geöffnet das Ganze schließen. Dann wieder zwei Stufen rechts und links daneben, damit wir dort auch wieder jeweils einmal einen Blumenpott mit irgendeiner Pflanze reinplatzieren können. Bei dem Dach müsst ihr euch jetzt auch konzentrieren, denn wir werden hier anfangen. Und zwar wird unser Startpoint genau hier sein. Von hier aus werden wir dann einfach die ganze Zeit mit ganz normalen Stone Brick Stufen das Ganze nach oben ziehen. So ungefähr bis hier. Dann gehen wir genau auf derselben Ebene hier rüber und fangen hier an und werden von dort an alles hochbauen. Am besten so, dass sich dann irgendwann diese beiden Stufen dann auch treffen. Und zwar genau hier. Dann werden wir das Ganze noch einmal erhöhen, indem wir noch einmal eine Stufe auf jede einzelne Stufe draufsetzen. So, bis hier hinten hin, so. Und hier eine erweitern, so. Und genau dasselbe hier ebenfalls nochmal machen. Also hier wieder anfangen, zack, und nach oben ziehen. So, hier hat sich auch wieder alles verbunden, also können wir auch hier wieder überall eine halbe Stufe wieder drauf platzieren, so. Und wenn wir das getan haben, werden wir hier diese beiden Ansätze vom Dach miteinander verbinden, und zwar hier, genauso wie auf dieser Seite ebenfalls. Wenn sie sich jetzt nicht treffen auf derselben Ebene, habt ihr irgendwas falsch gemacht, also gerne nochmal zurückspulen und nochmal angucken. Hier oben in der Mitte wird das Ganze ebenfalls nochmal verbunden. So muss das Ganze jetzt bei euch aussehen. Und verbunden wird das Dach jetzt oder aufgefüllt wird das Dach jetzt mit ganz normalen Fichtenholzstufen. Also so praktisch immer einmal die Linie durchziehen. Zack. Und dann sind wir damit fertig. So muss das Haus oder das Dach jetzt von euch aussehen. Anschließend gehen wir hier vorne hin, werden hier die Ecken auch nochmal auffüllen und dann ein weiteres Dach bauen. Und zwar auch hier wieder ist unser Startpunkt und dann nach oben ziehen auf beiden Seiten. So, dass sich dann auch hier wieder die Blöcke treffen und dort auch wieder eine halbe Stufe dann auf jeden einzelnen Block wieder rauf platzieren. Zack, dann können wir nämlich hier außen einmal das Dach wieder mit verbinden. So, denn hier können wir das Ganze auch wieder verbinden auf derselben Höhe. Und hier können wir das Ganze bis hier vorne ranziehen und dann nach außen ziehen zu dem Rest des Dachs. Also so. Auch hier benutzen wir wieder ganz normale Fichtenholzstufen und werden auch hier wieder das Dach komplett auffüllen. So. Und zack. So, jetzt haben wir zwar die Dächer von oben ein bisschen lückenfrei gemacht, allerdings nicht von der Seite, wie ihr sehen könnt. Dafür nehmen wir dann volle Spruce-Blöcke, also volle Fichtenblöcke und werden dort einfach jeden Block, der hier noch übrig ist und der reingucken lässt ins Haus, komplett einmal auffüllen. Dafür könnt ihr auch ruhig ins Innere des Hauses gehen und hier einfach mal alles vorplatzieren, was ihr nur könnt, sodass man von außen nicht mehr ins Haus reingucken kann. Das Ganze selbstverständlich auch auf dieser Seite hier, denn von hinten soll ja auch niemand ins Haus reingucken. Anschließend gehen wir hier vorne hin und werden jetzt den Garten ein wenig aufteilen. Denn wir werden nämlich den Rasen wegmachen und zwar so, dass wir hier einmal ein Quadrat haben. Das Ganze müsste jetzt hier 6 Blöcke hier hingehen und auch 6 Blöcke wieder hier. So, dann bauen wir das Ganze noch ein weiteres Mal. Ihr könnt das immer so abschließen, dass es mit den Pfeilern übereinstimmt. So, so muss das Ganze aussehen, gleich große Felder. Und dann werden wir hier einfach mal 5 Blöcke einen Pfeiler hochziehen. Und damit wird dann auch der Cobblestone-Weg abschließen. So, denn wir werden hier vorne, also auch hier vorne, einmal ein Stamm wieder hin platzieren, darauf wie immer, wie auch auf dieser Seite, einfach mal eine Stufe und dann werden wir hier einmal einen Zaun platzieren, genau wie hier ebenfalls. In der Mitte zwei links und zwei rechts, denn in der Mitte kommt nämlich ein Zauntor hin, damit man hier auch reingehen kann, so und hier ebenfalls. Dann gehen wir nochmal hier vorne hin und werden diesmal ganz normalen Fichtenholzstamm benutzen und diesen werden wir einmal so quer hier rüber ziehen. Hier kann man das natürlich auch so machen, ich mache es allerdings jetzt so, denn wir werden von da aus zwei Blöcke freilassen und wieder eine Reihe ziehen, so, zwei Blöcke freilassen, wieder eine Reihe und das nochmal und hier ebenfalls, dann seht ihr schon, hier schließt das Ganze ab, ist ein bisschen schwierig, dementsprechend kann man hier den Pfeiler wieder hochziehen, so. In diesem Zwischenbereich werden wir einen Block versetzt so eine halbe Stufe halt platzieren, so, aber auch nur bis ein Block hier vor. So, und hier ebenfalls, denn hier ganz nach vorne kommen Trapdoors. Und zack, so muss das Ganze jetzt aussehen bei euch. Als nächstes nehmen wir so eine Tripwire Hook, also so eine Stolperfalle, wollte ich schon fast sagen. Und diese werden wir einfach mal hier oben ran platzieren. So.
Jetzt gehen wir hier ins Innere und werden hier oben einmal eine Mauerleiste platzieren. So. Genauso wie hier knapp da unter ebenfalls. So. Und damit man hier auch nicht einfach so reingehen kann, werden wir auch hier in der Mitte ein Zauntor platzieren. So, damit wir auch hier Wege hin haben, werden wir jeweils nochmal 3 Blöcke breite Wege platzieren. So, dass hier eine Reihe voll mit Rasen ist, dann lassen wir 2, 3 Blöcke frei. Und werden hier wieder 3 Reihen platzieren. So, und hier reicht es, wenn wir einen Block freilassen. Auf diese Seite kommen dann ganz normale Leaves halt wieder, genau wie wir es auf diese übrigen Felder auch platzieren werden. Und hier in der Mitte werden wir eine Steinmauer drumherum ziehen, damit wir in diese Mitte von dieser Steinmauer immer irgendwelche Büsche platzieren können. So ungefähr. Jetzt kümmern wir uns mal um die Gehege. Denn wir werden hier einfach mal so Treppen platzieren, die so an die Wand zeigen. Und dort einfach mal Wasser reinplatzieren. So ungefähr soll es aussehen. Genau dasselbe machen wir auch hier, so dass das Wasser nicht weglaufen kann. Und hier in diesem Zwischenraum Wasser platzieren. Und dann können wir auf dieser Seite hier zum Beispiel Schweine machen und auf dieser Seite Kühe zum Beispiel. Das Ganze muss auch beleuchtet werden, dementsprechend nochmal 2 Laternen zwischen die beiden Gehege. In dieses andere Gehege, was hier ein bisschen größer ist, würde ich dann einfach mal Schafe platzieren. So. Und dort einfach hier rechts als auch hier links einmal eine Laterne platzieren, damit das Ganze auch ein bisschen beleuchtet ist. Genau dasselbe, was wir hier auf dieser Seite gemacht haben, werden wir jetzt auch hier machen. Das heißt, wir werden auch hier wieder Cobblestone so nehmen und so aufteilen, dass wir wieder gleich große Felder haben. So, dann führen wir das Ganze fort bis zu diesem Pfeiler. So, einmal replacen. Und auch bis hier hinten durch. Das Ganze wird hier wieder abgeschlossen, indem wir hier wieder Stone Brick Walls unten platzieren, als auch hier oben platzieren. Zack. Der Unterschied jetzt ist allerdings, dass wir hier genau die Mitte des Feldes nehmen und jeweils einmal einen Eimer mit Wasser reinfüllen, dass wir ein Wasserloch haben. Denn wir werden alles drumherum einmal abernten, beziehungsweise beernten eher gesagt, damit wir dort gleich ein paar Sachen anpflanzen können. Anschließend mache ich einfach mal ein Feld voll mit Weizen, das ist am besten das in der Mitte einfach mal. Dann mache ich hier noch ein Feld mit Karotten einfach hin und das linke Feld benutze ich, um Kartoffeln anzupflanzen. Ist natürlich keine große Farm jetzt oder keine großen Felder, allerdings vollkommen ausreichend, wie man hier sehen kann. Auch hier werden wir wieder Wege platzieren und zwar 3 Blöcke breit hier zum Weizenfeld. So. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir hier 2 Blöcke in die Richtung gehen, damit wir auch hier wieder 3 Blöcke hingehen können. So. Und auch hier 2 Blöcke in diese Richtung, damit wir hier wieder einen 3 Blöcke breiten Weg haben. So muss das Ganze bei euch aussehen. Hier vorne nochmal eine Reihe wegmachen, damit wirklich alles gleich groß ist. So. Hier vorne ran werden wir wieder folgendes platzieren. Wieder Leaves drauf. Zack. Und zack. Genauso wie hier vorne auch. Und hier vorne auch. Und dort werden wir dann hier auf dieser Seite einmal wieder eine Mauer platzieren. Und hier ebenfalls. Und davor mache ich wieder abwechselnd Rosenbüsche und diese anderen Büsche halt. So. Und hier ebenfalls. Anschließend können wir diese Reihe Blöcke hier wieder wegmachen. Und werden jetzt etwas weiter reingehen. Und zwar so weit, dass wir ungefähr hier so ungefähr, na, sagen wir mal 3 Blöcke, 4 Blöcke Abstand haben. Denn wir werden hier jeweils, denn wir werden jetzt hier vorne rangehen und hier einen Stamm hochziehen und dann immer 2 Blöcke freilassen und wieder einen hochziehen. So, dass sich das wiederholt. Jeweils, das schließt auch immer mit diesen anderen Stämmen, die man von hier vorne hat, ab. So, werden dann an die Stämme oben jeweils immer einen Zaunrand platzieren, damit wir darunter dann wiederum eine Laterne platzieren können, damit das Ganze auch hier beleuchtet ist. Auf dem Boden platzieren wir dann jeweils immer eine Kiste, eine Double Chest, so. Lassen dann einen halben Block frei und platzieren einmal ganz normale Fichtenholzstufen, so. Und daraufhin wieder eine Double Chest, so. Und dann können wir das Ganze wieder abschließen mit ein paar Stufen oben drüber. Um zu sagen, was da drin ist, kann man natürlich auf der zweiten Höhe immer Item-Frames platzieren, um dann irgendwas reinzumachen. Okay, hier sind zum Beispiel Chests drin oder sowas. Irgendetwas. Man könnte jetzt auch jeden zweiten wieder wegmachen und davor zum Beispiel, falls man das eher mag, immer eine, ja, einen Blumentopf stellen und dann daraus eine Pflanze machen. Muss aber dann jeder für sich selber wissen. Ja, ich finde, das sieht jetzt zum Beispiel ein bisschen besser aus. Dann ziehen wir auch den Weg komplett bis hierhin durch. Auch hier wieder 3 Blöcke machen. Und dann können wir es auf dieser Seite ebenfalls genauso machen, also auch wieder 2 Blöcke Abstand, immer korrigieren, ob das Ganze auch wirklich mit den Pfeilern hier außen auch übereinstimmt. Das ist immer eine ganz gute Absicherung. So, dann die guten alten Zäune ran, die Laternen, dann immer abwechseln mit Chests auf dem Boden und eine Half-Slab drüber, zack, wieder eine Chest oben drüber und dann wieder eine Half-Slab.
Auch hier mache ich es wieder so, dass ich immer einen Block freilasse und dann in die Zwischenblöcke immer so eine Pflanze platziere praktisch oder mir eine Pflanze baue. Und man kann das Ganze natürlich jetzt auch 5 Blöcke breit machen, dann sieht das Ganze ein bisschen synchron aus. Muss man jetzt allerdings auch nicht machen. Ich mache das einfach, weil ich sonst den Knacks wegkriege. Und dann gehen wir auch schon ins Interieur rein, also rein ins Haus. Wenn wir die Tür zumachen, sind wir jetzt ungefähr hier. Und jetzt werden wir Folgendes machen, und zwar immer so einmal einen Rahmen ziehen, da wo wir eben unsere Pfeiler haben. Also hier ebenfalls, so am besten, sollte relativ gut dann aussehen, so. Und hier ebenfalls, auch wenn hier das Fenster ist, trotzdem durchziehen und drüber. Das ist nämlich eine neue Raumaufteilung dann. Das ist dann wie Zwischenwände praktisch. Dann machen wir nochmal Folgendes, und zwar bei diesen Zwischentrennungen werden wir immer so Treppen platzieren, die nach unten gerichtet sind und dazwischen eine Trapdoor, so. Zack, hier ebenfalls. Und dann fangen wir auch als allererstes mit diesem Raum an. Dafür platzieren wir einfach mal 3 Lecterns dahinter und dazwischen ein Bett. So. Rechts und links neben das Bett platzieren wir 3 Blöcke nach vorne, einmal so eine Halbstufe und davor eine Trapdoor. So. Rechts und links neben diese Lecterns werden, oder neben diese Altare, platzieren wir praktisch einfach nur Fichtenholzstufen, Fichtenholztreppen nach unten gerichtet. Und links und rechts darauf auch wieder ein Blumenpot mit irgendeiner Pflanze drin. Daraufhin werden wir dann hier und hier einmal eine Stufe platzieren und dazwischen das Ganze verbinden mit Trapdoors. Genau in die Mitte der Trapdoors kommt dann eine Lampe und die bleiben Blöcke da rechts und links davon einfach mal Bücherregale. So sollte das Ganze aussehen. Anschließend machen wir jetzt in diesem Eckhaus praktisch oder in diesem Eckzimmer Folgendes. Gehen hier ran und werden jeweils wieder unsere Pflanze platzieren. So. Dann werden wir eine nach innen gerichtete Treppe auf beiden Seiten platzieren und diese komplett miteinander einmal so rum verbinden. Dann immer ein Fass setzen, einen Block freilassen, Fass, freilassen, Fass. Hier theoretisch hier, da kann man es lassen, aber platziere ich ein Fass. Und dann hier wieder eins, denn in diese beiden Lücken kommt dann ein Kuchen und ganz hinten drauf einmal eine Laterne. So muss das Ganze aussehen. Dann machen wir Folgendes und platzieren hier ein kleines Kreuz mit orangenem Teppich und die Eckpunkte machen wir weiß. So. Dann gehen wir in diesen Zwischenbereich, da werden wir einmal auf dieser Seite eine Reihe voll mit Stufen platzieren, dann 5 Öfen rauf, eine Reihe freilassen, wieder Stufen und wieder Öfen, so. Auf der anderen Seite werden wir auch eine untere Reihe mit Stufen platzieren, dort dann kommt in die Mitte ein Smithing Table, links und rechts ein Ofen, rechts ein Grindstone und links ein Amboss. Dann werden wir praktisch ganz normale Ketten nehmen und diese so mit den beiden Öfen dann verbinden, dann sieht es so aus, als wird das Ganze so getragen und auf den Smithing Table kommt dann eine Lampe. So, diesen Bereich, in diesen Eckbereich kommt nochmal genau dasselbe wie auf der anderen Seite. Denn auch hier kommt hier und hier ein Hopper hin mit einer Pflanze drauf, dann wieder Treppen, die nach innen gerichtet sind, die wir miteinander verbinden werden. Dann wieder ein Fass, Block freilassen, ein Fass, so, Block freilassen, Fass und dazwischen wieder ein Kuchen. Und ein schönes Kreuz aus orangen Teppich und weißen Ecken. So. Und natürlich die Lampe nicht vergessen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind fertig mit dem Haus. Es war auch endlich mal ein längeres Tutorial, aber das Haus ist wirklich sehr groß und sehr, sehr praktisch. Wie gesagt, lasst mir ein Like da, falls euch das Ganze geholfen hat und schreibt mir in die Kommentare, was ich jetzt nächstes bauen soll. Für mehr von solchen Tutorials einfach gerne ein Abo da lassen. Ist für mich eine sehr große Unterstützung und für euch nur ein Klick. Mein Name ist Flash und jetzt wünsche ich euch noch einen sehr angenehmen Tag.